Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Jawohl, kein Pokémon Parmesan. Wir wollen heute mit unserem Team in der Story weitermachen. Mir fällt gerade auf, dass hier die Items wieder rumliegen. Kann das sein? Oder zumindest so kleinere Items. Dass wir die nicht komplett verlieren. Finde ich sehr interessant. Upp. Da oben ist Klippe. Greift uns direkt an. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Haben wir gegen den Kleinen schon gekämpft? Nee. Haben wir nicht. Na, dann kämpfen wir gegen den kleinen Emil. Mit Sonnenkern gegen Feliospa. Sehr schön. So, Knabon, Flatutu. Mobile, Pokémon wechseln. Das ist Gestein. Ich muss die Attacken noch. Okay, dann muss ich noch machen. Mobile. So, Mobile ist besiegt. Felino hätte sich übrigens entwickeln müssen. Auf Level 20. Hat nur irgendwie nicht ganz so geklappt. Bisschen schade. So, schauen wir mal. Kraftwurzel. Was ist das für ein Raid, das der da so schön leuchtet? Und Knilz! Nee, danke. Da kommen wir wieder hoch. Wollen wir runtergehen? Wir haben eigentlich in der Pokémon-Region schon alles gefangen, was wir fangen konnten. Zumindest was wir gefunden haben. An neuen Pokémon. Hey. Knabon, wir müssen kämpfen. Gegen Hefel. Wir stehen da auch sehr unsicher, ne? Runter.
Vulcano. So, wir nähern uns dem Ding. Ne, nähern wir uns nicht. Hier ist, das ist ein komplett eigenes Ding. Das ist da drüben. Müssen wir nachher zurückgehen und dem Weg wieder folgen. Das Ding ist halt, dass die Region einfach echt riesig ist. Das ist unfassbar. Ganz ruhig, Klavon. So, weiter runter. Cool.
Okay, jetzt reicht's mit dieser Kackattacke, ehrlich. Mach mal wieder auf jetzt. Ich hasse solche Viecher. Ehrlich. Na, verfehlt. Haha. Stirb. Wasser-Pokémon wechseln. Geh doch. Hä? Ich habe gar nichts gedrückt. Und wieder abgebrochen. Oh, ist denn meine Controller kaputt? Weil es kann ja nicht sein, dass sie wieder abbricht. So, ich drück nichts. Nanu, Feline entwickelt sich. Und da haben wir ein neues Pokémon. Zulord. Nummer 54, Zulord, das Dornfisch-Pokémon vom Typ Giftboden. Größe 1,8 Meter, Gewicht 223 Kilogramm. Wird Zulord angegriffen, wehrt es sich, indem es dicke Stacheln ausfährt. Setzt es diese riskante Attacke ein, ist es bereit, aufs Ganze zu gehen. Nice. Nein. So. Was ich jetzt mal machen muss. So. So. Frontals.
Pokémon. Aber was gerade viel wichtiger ist. Bronzelsplitter. Das ist ein Feen-Pokémon. Freut mich schon, dass hier mehrere rumrennen. Habe ich schon genug Bronzelsplitter? Ich brauche 10 Stück. So stark. 15, Alter, komm, machst du noch platt? Das ist unser 10. Splitter. Damit kriege ich seine Dingrüstung und damit kannst du dich entwickeln, Spatz. Du Dummi. Ja, du musst keine Angst haben, habe ich doch gesagt. Wo jetzt aber nicht weiß, was uns erwartet, ist bei dem Vieh. Forgita. Forgita ist ungefähr das Gegenstück. Keine Ahnung, was für Gita ist. Ups, wir haben das Auslösung getötet. Vor Gita, Typ Fee-Stahl. Ah, das Ding ist vorher so gerade so effektiv gewesen. Shit, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Und Granforgita ist irgendwie das Gegenstück, also Tinkerton auf Englisch, ist das Gegenstück zu Ulangar gefühlt. So, Flatutu Level 23. Wir müssen schauen, dass wir langsam Richtung nächsten Orden kommen. Sonst haben wir ein Problem mit unserem Pokémon.